Ja. Mann, was für eine geile Energie. Gib mir nochmal einen dicken Applaus. Woo! Danke, danke, danke. Geil, 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 geil. Ja, schön hier zu sein. Haben wir denn jemanden hier, der oder die doppelsprachig aufgewachsen ist? Also neben Deutsch noch eine andere Sprache sprechen. Ihr beide, ihr seid schon so, nimm mich bitte. Deshalb, ja, schick, sieht gut aus. Wie heißt du? Jasmin. Was für eine Sprache sprichst du neben Deutsch? Türkisch, ah, okay. Vielleicht kannst du es gleich relaten. Erstmal fetten Applaus für die beiden. Woo! Danke. Genau, vielleicht kannst du das auch aus der Zeit in jungen Jahren, so als Ausländerkind, muss man ganz oft für die Eltern so Briefe übersetzen. Du fängst schon an zu lachen. Musst so Briefe übersetzen. Spielst so einen kleinen Sachbearbeiter, ja. Und eines Tages habe ich so meine Hausaufgaben gemacht und mein Vater kam so zu mir und meinte so, du, wir haben so einen Versicherungsschaden. Kannst du mal bei der Versicherung anrufen und den Schaden melden? Und ich bin so 9 Jahre alt. Ich so, okay, ja klar, ich will mal meinem Dad helfen, also ruf wieder an. Ich so, hallo? Ich möchte einen Schaden melden. Die Frau direkt so, ne, hier muss ein Erwachsener anrufen und hat aufgelegt. So. Dann habe ich so überlegt, ja, was mache ich jetzt? Irgendwie muss ich da ja weiterkommen und diesen Schaden melden. Also habe ich dann nochmal angerufen und meinte so, hallo? Ja, ich möchte Schaden melden. Und das hat geklappt. Ja, und viel, viel kranker noch, meine Eltern haben mich mitgenommen zu meinem eigenen Elternsprechtag als Dolmetscher. Ja, dann sagt meine Lehrerin so, ja, quasi ist immer so laut, er spricht immer so dazwischen, stört den Unterricht. Und meine Eltern gucken mich so an, was sagt sie? Ich so, sie sagt, dass ich mündlich sehr gut bin und dass ich eine 1 bekommen soll. Meine Eltern gucken mich so an, gucken meine Lehrerin so an und machen so, freuen sich halt, ne, und machen so, oh, was heißt das bei euch? Das heißt bei uns, oh, nicht gut, ja? Ja, es ging so mäßig gut. Ja, das mit meinen Eltern ist immer sehr lustig, deshalb stehe ich irgendwie auch hier, so Familie ist so ein Thema bei mir. In jungen Jahren hatte ich eine unangenehme Stelle, so, was mir wehgetan hat, ja, am Penis. Und da musste ich mit meinem Papa zusammen zum Arzt, ja. Und dann sagt der Arzt, der guckt sich das so an und sagt so, zu lang, muss wir operieren. Und ich so, was? Und er so, nee, die Vorhaut, wir müssen das operieren. Und dann wurde das voll ernst auf einmal. Und dann holt der Arzt, das ist wirklich so passiert, holt der Arzt so 3 Bilder raus von so Penissen. Auf dem einen ist so ein bisschen Vorhaut, auf dem zweiten ein bisschen weniger, auf dem dritten gar nicht. Und ich stehe da so vor, ich bin so 11 Jahre alt. Ich so, welchen Schwanz will ich haben? Während ich so überlege... Das ist so absurd eigentlich, ne? Während ich so überlege, mein Vater im Hintergrund tickt mich so an. Sohn, Sohn, die 3 wie Papa, nimm wie Papa. Ich guck meinen Dad an, ich guck den Arzt an. Ich nehm die 3 wie Papi, ja? Zu geil einfach. Ja, Familie ist was Schönes. Ist ja heute jemand mit seiner Familie hier? Hey, ihr, seid ihr, ist das deine Schwester? Ah, okay. Und bist du der ältere Bruder? Ah, okay, vielleicht manchmal musst du sie auch mal beschützen oder so als älteres Geschwisterteil, ja. Stabil. Einmal dicken Applaus für die beiden. Ich habe 2 ältere Schwestern und die haben mich eine lange Zeit beschützt und irgendwann mal kam der Punkt, dass ich mal dran war. Ja, wir waren feiern zusammen und meine Schwester wird direkt angesprochen von so einem Typen. Aber ein bisschen so doof angesprochen. Und dann sagt meine Schwester so, ey, lass mich in Ruhe, sprich mich gar nicht von der Seite an, hau ab und so, mach den richtig zur Sau. Und ich stehe da so hinter und dann sagt sie irgendwann mal so, hast du mich verstanden oder soll mein Bruder dir das erklären? Ich stehe da so hinter, ich so, Digga, ich wieg 5 Kilo. Das ist so ein 2-Meter-Ochse. So. Ich bin aber cool geblieben. Ich habe ihn erstmal so angeguckt, so, einen auf Gangster gemacht. Und dann bin ich rübergegangen und dann habe ich ihn so am Nacken gepackt, um Respekt zu kriegen, ne? Okay, er war ziemlich groß, ich habe ihn am Nacken gepackt. Und dann meinte ich so, hör mal zu, Digga. Ich gebe dir die Nummer von meiner Schwester und du lässt mich in Ruhe, okay? Und dann bin ich da abgehauen und habe mich zu Hause schlafen gelegt. So beschütze ich meine Geschwister. Apropos schlafen legen, war hier jemand schon mal im Hostel? Du Klatsch, wo warst du im Hostel?
Okay, also in Berlin, also relativ entspannt, ne? Chillig, also kein Ausnahmezustand oder so. Ja. Ging klar. Mit wie vielen Leuten warst du im Zimmer? Mit einer? Ist das ein Hotel, Alter? Ist doch richtig geil. Was ist das für ein Rich Kid Hostel, Alter? Gut, ich muss weitermachen. Nein, danke. Dicken Applaus für Sie. Ich war auch mal im Hostel, aber ich bin nach Australien geflogen. 30 Stunden durchgeballert, hab mich richtig gefreut. Und dann kam ich da an. Ich dachte, ich habe so ein normales Hostel, so mit vier Personen gebucht. Ich komme da an und dann öffne ich so die Tür. Es ist einfach so eine riesen Turnhalle mit 50 Betten, Alter. So, weißt du, und ich so, scheiß, was geht hier denn ab? Die Leute haben sich gestritten um die Matratze, um das Kissen. Hat nur noch gefehlt, damit ihr versteht, wie schlimm das war, dass so ein Mexikaner so ein Huhn hinterher rennt. So, so, weißt du, so, auf diesem Level war das, ja. Und ich so, okay, komm, Digga, du bist jetzt 30 Stunden geflogen, du redest dir das jetzt schön. Und dann habe ich mich schlafen gelegt und neben mir war direkt das nächste Bett, ja. Und da war so ein Mädchen, die hat sich da so reingelegt und dachte so, hä, okay, ganz entspannt. Aber dann hat sie so einen Laken genommen und hat das oben an ihr Bett gemacht, an ihrem Hochbett. Und das machst du, wenn du Privatsphäre haben willst, ja. Ich wusste nicht, was abgeht. Auf einmal steigt da so ein Typ ein und dann fangen die richtig laut an zu bumsen. Nicht so kuschelbumsen, richtig durchdrehen, ne? Und ich lieg daneben so, stört mich gar nicht, so, ja? Und der Typ rastet richtig aus, packt sie so und schreit so, ich komme, und irgendwann rutscht er ab auf meine Schulter und drückt mir richtig rein und dann haben wir zusammen geschrien, bitte komm, Digga! So eine Scheiße. Ja, gib mir den Applaus! Woo! Ja, Hostel muss jetzt nicht wieder sein. Ich habe auch hier irgendwie mitbekommen, wir haben so einen absoluten Allmann hier, ne? So einen Basti oder so. Yeah. Digga, da hinten, ne? Woo! Komm, Bruder. Und, ist gut die Show? Ja. Ey, komm. Ich muss sagen, ich find's gut, dass du ein super Allmann bist, denn es hat sich herausgestellt, dass ich auch irgendwie wohl einer bin, denn vor kurzem hat mein Nachbar eine Party gefeiert in der Woche und das war so richtig laut. Und so als Mitte 20-Jähriger, ich so, das stört mich. Irgendwie hat mich das gestört. Also bin ich so in meinen Tennissocken und Birkenstocks hochgegangen, stand so vor seiner Tür, wollte klingeln und mich beschweren. Dann dachte ich so, nee, Digga, das macht man nicht. Du wohnst hier in Berlin, du bist ein cooler Typ, hör auf, sei ein guter Nachbar. Dann bin ich runtergegangen in meine Wohnung, hab mich beruhigt und dann habe ich die Bullen gerufen. Ich bin auch so ein Eier. Woo! Danke, 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 danke. Ich bin auch so ein richtig eierloser Typ, ja. Also ich habe die Polizei gerufen und dann stand ich so im Treppenhaus so, wann kommen die und so, weißt du? Und dann, als sie dann hochgegangen sind, das zu klären, habe ich dann so gelungert und dann sind die runtergekommen und so, haben sie uns gerufen? Und ich so, shit, Digga, du musst irgendwas Cooles sagen. Und ich dann so, was ich, Alter? Ich komme gerade selber vom Rave, Alter. Und dann bin ich da abgehauen. Ja, danke schön, das war meine Zeit.